Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Neben mir steht Dennis, die Maschine. Wie geht's dir, Bro? Alles gut? Gut und selbst dir, Bro? Auch, danke. Erzähl mal den Leuten, wer du bist und wo du spielst. Also, ich bin Dennis Gorka, spiele aktuell noch in Fortuna U19 und habe jetzt vor 2-3 Wochen meinen Profivertrag unterschrieben. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Einen Profitorwart haben wir hier, der hoffentlich bald in der ersten von der Fortuna spielen wird. Ja, wollen wir es hoffen. Das ist dein Ziel auf jeden Fall. Und das Beste ist, die Jungs, die pranken wir, weil die wissen gar nicht, die sehen ja, okay, du hast jetzt Fortuna-Sachen an, aber die wissen nicht, wo du spielst, was mit dir ist. Deswegen, ich bin mir sicher, es werden kaum Tore fallen. Ich das ist deine Challenge. Ja. Okay, jetzt pranken wir mal die Jungs. Machen wir. Let's go. What's going on, guys? Thanks for watching Strikers! Ein ganz besonderes Video, ihr seht es schon am Titel, aber ihr wisst noch gar nicht, wer da ist. Wir haben den lieben Dennis hier. Und wir werden heute eine Challenge gegen den Dennis spielen. Dennis, bist du bereit? Normal. Du wirst die Jungs rasieren, ich weiß das jetzt schon. 3 verschiedene Freistoßpositionen. Und dann gucken wir mal, ob einer von uns trifft oder auch nicht. Seid ihr bereit, Jungs? Ja, das sind wir. Freuen uns, was für ein gutes Torwart ihr habt. Jeder wird 6-mal schießen. Wie oft werdet ihr treffen von den Schüssen? Ich auf jeden Fall 4. 6. 6, du wirst jeden. Wie viele wirst du von 6 halten? Alle. Oh, Ansage, oh, Ansage, Freunde. Jetzt schon mal ein Like und ein Abo da lassen. Ich würde mal sagen, let's go. Okay, Freunde, ihr habt gesehen, der Torwart ist da. Der Typ ist gut und die Jungs wissen noch gar nicht, wer das ist oder was er macht. Der erste Schütze ist Engin. Engin, bist du ready? Natürlich bin ich ready. Meinst du, machst den rein? Ich geh mal davon aus, ne? Okay, Torwart ist auch ready. What a save! Bruder, den fängt der mit der Mütze. Was sagst du dazu? Ein guter Torwart. Es wird schwer heute. In der Tat. Ja. Bruder, ich sehe, du bist ja auch Profi. Du spielst bei Borussia Mönchengladbach. Ja, aber ohne Bälle mit Controller und so. Deswegen, ich habe schon gesehen, der ist ein guter Keeper. David, was ist die Kombination? Fängt der auch, Bruder. Bei Warmmachen ging genau so einer rein, aber jetzt. Der ist warm. Jetzt ist der warm, jetzt ist der ready. Jetzt geht keiner mehr rein. Das wird schwierig. So, jetzt bin ich dran. Jetzt versuche ich mein Glück. Zwei haben es ja schon versucht. Das heißt Fortuna gegen Fortuna, ne? Oh ja. Nope. Wie ihr sehen könnt, steht beim Zeus drauf. Bist du Zeus? Bist du Grieche? Nein, aber diese Bälle schieße ich auch wie Blitze. Ah ja. Bruder, ich lasse ihn genauso drin. Bye, have a great time. Wer drüber schießt oder nicht. Freunde, es ist noch immer kein Ball reingegangen. Ihr habt es gesehen, bis jetzt hat Dennis recht gehabt. Und den hat er auch gefangen. John, deine Chance. Bis jetzt hat noch keiner getroffen. Ronaldo. Erstmal nach links. Stark, Bruder. Bis jetzt hat noch keiner getroffen. Du musst unsere Ehre, wenn wir überhaupt eine haben, noch retten. Ehre ist Ehrenmann, ihr wisst das doch. Da hat er dich einfach auf den falschen Fuß erwischt. Ne? Ja, ich gönn's ihm. Einmal passiert's, zweimal passiert's nicht. Oder? Er ist auch ein krasser Spieler, muss man sagen. Aber ja. Du machst es jetzt, also du gewinnst ja eindeutig gegen uns. Jetzt geht die zweite Runde, wir schießen jetzt nochmal von derselben Position. Guck dir, dass du Mann wenigstens reinlässt. Alles klar, machen wir, Bro. Letztes Mal habe ich gesehen, ihr habt alle einen Namen, Ehremann, Babo Babo. Ich nenne mich Engin, der Spezialist. Oh, der Spezialist ist jetzt am Ball. Kein Wunder, dass er einen Profivertrag hat. Ja, ich gucke ihm gerade in die Augen, der guckt gerade ein bisschen zur Seite. Ja, ich versuch's. Ich versuche mein Bestes. Gadi! Wenn ich hochschieße, treffe ich nicht. Wenn ich flach schieße, dann der ist unten. Das ist wie so eine Bahnschranke. So, jetzt mein zweiter Versuch, ne? Eben war das gar nicht so schlecht, oder? Na, ja, der hat ihn festgehalten. Natürlich war das eben, ich sag euch warum, ich bin durch dieses Moos da gelaufen und ich hatte gesehen, da war so mein Schuh war ein bisschen rutschig und deswegen ist das eben passiert. Ah ja. Nope. Ich werde jetzt versuchen in die kurze Ecke, ist ein bisschen schwieriger, aber damit rechnet er glaube ich nicht. Ah, pegarle Ronaldinho Gaucho. Ja, lo hace. Pierna derecha, directo al arco. Golazo! Golazo!
Gesagt, getan, würde ich sagen. Ja? Okay, jetzt habe ich meinen Job für heute erledigt. Jetzt kann ich nach Hause gehen. Ciao, danke fürs Einschalten. Der Lauro macht für mich Voodoo. Nope. Gefangen. Das Herr, du kannst jetzt echt 2 von 2 machen. Das wird schwierig, aber ich versuch's. Hat er gefangen. Den fängt er. Schade. Diejenigen, die jetzt glauben, dass du den jetzt extra durchgelassen hast, weil wir das eben gesagt haben, das war mehr Glück als Verstand. Jetzt werden wir von der Mitte auf dich schießen. Von der halben Position ist eigentlich schon absehbar, wohin der Ball geht, aber von der Mitte ist, glaube ich, schwieriger, ja, ist ein bisschen schwieriger, aber ist immer noch machbar. Ja, ich glaube, wenn du pro Runde nur einen reinlässt, das ist immer noch eine krasse Quote. Meinst du, es ist einfacher oder schwieriger? Ich glaube, es ist einfacher. Meinst du einfacher? Die kannst du aussuchen, schön. Ich finde es einfacher. Boah, Bruder. Wie siehst du das? Meinst du, es ist einfacher oder schwieriger, jetzt von der Mitte zu schießen? Von der Mitte, ich würde schon sagen, einfacher. Die Distanz ist kürzer, aber ja, er sieht natürlich dann auch beim Anlauf, wo der Ball hingeht. Ja, genau, das ist das Ding. Ja. Hey, du hast gerade Haare geschnitten, ne? Die sind fresh. Ja, Mann, ich war bei dem. Zeig mal kurz die Seite. Sag mal, das ist richtig, mal kurz da. Boah, wie fresh der Ball war. Nope. Ja, Bruder, du hast den Pfosten geschliffen, immerhin. Wir kommen der Sache näher. Ja, ich bin's wieder. Oh nein, bitte nicht. Aber diesmal mach ich ihn rein. Machst du Kroatien? Stell dir vor, du bekommst einen Vertrag bei Kroatien, wenn du ihn reinmachst. Boah. Das ist Dennis Duell. Oh, Bruder, er wäre aber da gewesen. Der liebe Jaja hat mir gesagt, dass ich den Vollspann in die linke Ecke hauen muss. Eigentlich schwierig für mich, aber ich versuch's jetzt. What a day! Da bei jedem Torwart wäre der drin gewesen. Ronaldo. John, es ist doch gar nicht so kalt. Warum? Bruder, das ist richtig kalt, man, siehst du nicht? Nein. Das ist hier Minusgrade. Und der eine ist hier im T-Shirt. Aha, okay. Gadi! Ich glaube, wir sind uns einig, der Keeper ist einfach krass. Der ist richtig krass. Also ich muss schon sagen, der Dennis ist ein sehr, sehr guter Schnapper. Ein Salzschlosser, der hat einen Profivertrag bei Fortuna, erste Boah. Mannschaft. Nein. Nope. Eugen, es ist deine Chance, jetzt zu treffen. Boah. Hättest du auch gedacht, dass er drin ist? Ich gebe mein Bestes, weißt du, bisher kommen die nicht so gut. Meinst du, ich soll mal mit Gefühl machen? Das ist eher meine Stärke. Wenn du mit Gefühl schießt, das hat bis jetzt eigentlich noch keiner so wirklich probiert. Deswegen, why not? Du hast nichts zu verlieren. Aber eine kurze Frage. Ja. Ballerst du jetzt drauf oder machst du es mit Gefühl? Ich kann beides, aber ich mach's mit Gefühl. Nope. Ich muss besser schießen. Wir müssen klar. Alle besser schießen. Ich habe mich jetzt genug aufgewärmt. Jetzt hau ich das Ding rein. Aha. What a day! Den haut er aber gut raus. Ne? Guckst du vorher, bevor der schießt, oder wie machst du das? Ist ein bisschen Intuition, glaube ich. Und ich war mir ziemlich sicher, dass er nicht trifft. Und weil ich das nicht wollte, habe ich ihn auch gehalten. Jetzt bin ich auch ein Sieger, weil beim Duell Dennis gegen Dennis kann nur ein Dennis gewinnen. Ja, aber jetzt hat Dennis 2-1 gewonnen. Ja, stark gemacht. Ich würde sagen, du kassierst noch 2 Tore. 2 Tore? Wir machen eine kleine Wette, nur wir beide. Ich sag ein. Einen kassierst du noch, kassier wenn es hochkommt? Wenn es hochkommt, ja. Okay. Wie jetzt angekündigt, jetzt kommt der erste von den 2 Treffern. Auf Arsenal folgt immer Tottenham mit koreanischer Power, falls man das sehen kann. Kann man sehen. Koreanische Power. Mal wieder Zeit für ein Tor, sonst denken die Leute noch, das war eine Eintagsfliege da. Nein, nope. Der war nicht. Das war der letzte Schuss von der Mitte. Jetzt gehen wir zur halbrechten Position. Meiner Meinung nach die schwierigste aller Positionen. Meiner Meinung nach die einfachste. Hey, übertreibt man. Alle warten auf den ersten Treffer von dir. Jetzt kommt der. Pass kommt auf, der? Pass auf, jetzt kommt der. Okay, ich pass auf. Der hält einfach alle. Ich bin sprachlos. Also meine ersten beiden Taktiken haben nicht so gut funktioniert, ne, Laura? Jetzt musst du was Neues erfinden. Nope.
Der wäre aber dran gewesen. Ja, dran gewesen, ja. Aber auch wir warten auf dein erstes Tor. Ja, das kommt jetzt. Wartet ab. Guckt einfach, okay? Okay. Okay. Ich hab's euch versprochen. Wenn ihr seht, wie der hält jeden Ball von uns fest, macht er richtig stark. Danke dir. Richtig Respekt, Mann. Danke, Mann. Das heißt, du darfst jetzt keinen mehr reinlassen. Ich bin zuversichtlich, ich bleib dabei. Fragt mich alle, wie ich hier schieße. Die Position soll schwer sein. Schau den einfach rein, ganz einfach. Ah ja, okay. Ganz ehrlich, du hast jedes Mal gut geschossen, also bis auf den ersten. Ja, ja, ja. Und er hat ihn aber noch stärker herausgeholt. Kurze Ecke, Freunde. Diesmal kommt er in die kurze Ecke. Damit rechnet er nicht. Und du machst jetzt auch das Wind hier nach oben? Ja, das ist doch meiner jetzt. Ah ja, okay. Nach oben gehört mir jetzt. Ronaldo! Wollte ich frech einmal versuchen mit Ausgerissen den Quaresma, aber klappt bei diesem Torwart nicht. Einfach schießen, ja, ne? Tormann oder nicht? So wie einfach schippen, wie KK. Kennst du KK? Nein. Aber warte. Oh, der war knapp. Der hätte sitzen können, ne? Der hätte Fahrradkette. Engin fängt jetzt die letzte Runde an. Engin, wir warten. Alle, ganz YouTube Deutschland wartet auf deinen Treffer. Kann man nichts machen. Ich gebe es zu, er ist auf jeden Fall super. Ja, ja, auch deine letzte Chance hier, einen Treffer zu machen. Ja, wird knapp, aber mal gucken. Ja, Zielwasser war nicht so da. Bruder, auch du hast heute schon getroffen, das heißt, du kannst jetzt ein zweites Mal treffen. Ja, der muss natürlich rein. Ja, diesmal hat er den wieder richtig stark gehalten. Da seht ihr, was er drauf hat. Ne? Ich bin mal gespannt auf deinen Ball. Alles ganz genau, so wie meine 5 Tore, die ich vorher gemacht habe. Wait a minute. Gari! Flippt er raus. Mein letzter Schuss hier am heutigen Tage und drückt mir die Daumen, Freunde. Frühstück für ihn. Bei unseren normalen Videos wäre er auf jeden Fall reingegangen. Echt? Ja. Wir haben ja auch keine richtigen Torhüter. Ja, das ist einfache Kost, würde ich sagen. Vielleicht solltest du mal mit Passi trainieren. Kennst du den Passi? Ja, Passi kenne ich sogar, ja. Ja, du würdest ihn auf jeden Fall besser machen. Also, er könnte von dir lernen. Anschreiben, ja. Du bist voll der Ehrenmann. Ja. Hier ist es so kalt, ich muss den Ball auf jeden Fall reinmachen, damit es wieder warm wird. Gadi! Der lässt ihn gar nicht auftischen. Kindergartenschüsse werden. Ich muss es wieder richten. Wenn ich dich noch einmal treffe, tut mir das richtig weh. Nope. Der war aber auch nicht so gut geschossen. Freunde, was für eine Challenge. Lass uns das nochmal ganz kurz festhalten. Wir hatten insgesamt 42 Schüsse. Davon sind nur 3 reingegangen. Boah, krass. Entweder wir sind alle miserable Schützen oder der Torwart ist überkrass. Ich würde sagen, das stimmt. Ich würde sagen beides, aber der Torwart ist überkrass, Bro. Das. Und auch danke an alle, die mitgemacht haben. Vergesst nicht, bei den Jungs vorbeizuschauen und auch Dennis abzuchecken. Vielleicht bald in der Bundesliga. Check den ab. Ist so, schaut auch bei den anderen Jungs vorbei. Lasst dir ein Like und Abo. Und Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao, ciao. Dennis, willst du noch kurz was sagen? Nee.